Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Infinity Underground. So, meine Freunde, ich mache mal kurz unser Licht an, dass wir mal sehen, was wir denn in der letzten Folge gemacht haben. In der letzten Folge haben wir geguckt, dass wir mal dieses Kabel ein bisschen herstellen hier. Und es ist doch ganz schön aufwendig. Und ja, wir sind hier kräftig. Ich habe hier das auffüllen lassen, weil das dauert ja immer ewig. Oh, das lässt sich ja dann immer nebenbei laufen. Also hier haben wir die Fläche so weit schon mal fertig und hier hinten auch. Hier habe ich schon mal geplant. Hier kommen dann noch zwei Spawning-Gebäude hin. Und zwar einmal für Spinnen und einmal für Skelette. Und hier in der Mitte machen wir dann unser Wisser hin. So, und jetzt, ihr seht es da hinten schon. Ich bin dabei, unser Gebiet auf die endgültige Größe zu bringen und wir haben ein kleines Umweltproblem. Ja, und da ist was, das müssen wir uns jetzt gleich mal als erstes drum kümmern. Und da lasse ich auch mal unser Licht an. Wir sind auf Öl gestoßen. Ja. Und das müssen wir jetzt mal als erstes in den Griff kriegen. Weil das kann ganz schön lästig werden. Ich habe schon ein bisschen probiert, das einzudämmen. Das kommt von hier oben. Wahrscheinlich ist irgendwo irgendwo oberirdisch. Müssen wir mal schauen. Eine Ölquelle. Ja. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht kriege ich es hier unten in den Griff. Ich werde hier einfach mal eine Pumpe hinstellen. Und dann werden wir gucken, dass wir das hier abgepumpt kriegen. So. Hier unsere Turtles, die sind kräftig am Arbeiten. Was haben wir denn hier? Oha. Apsisstein. Okay, wir sind hier ja schon unter Meer, ne? Wie ihr seht. Alles klar. Gut, dann werden wir jetzt halt mal unsere Pumpe holen. Alter, habe ich gerade einen Hustenanfall gehabt. Und dann werden wir das hier abpumpen. Oh, alter Verwalter. Entschuldigung. So, und was ich auch gesehen habe, was wir uns auf jeden Fall drum kümmern müssen, ist, unser ME-System wird langsam voll. Weil wir kriegen ganz schön viel Cobblestone und so weiter zusammen. Hier. Das ist hier, wir haben schon einige rote hier. Das heißt, wir gucken mal schnell. Erz, ja, da. Erze ohne Ende. Das nehmen wir jetzt alles mal raus hier. Und werden das in unseren Pulverizer reinmachen. Alter, ist das ein Haufen Zeug hier. Yellowit. So, das ist kein Platz mehr. Das müssen wir noch manuell rüberbringen. Zack, 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 zack. So. Und dann müssen wir uns, ich hoffe mal, das schaffen wir diese Folge auch noch, anfangen mit dem Tiefenspeicher. Yellowit, Silber, Uran, Ferrös, das lassen wir drinnen mal, habe ich gesagt. So, jetzt ist das mal raus und Feuerstein. Gucken wir auch gleich mal. Feuer, oha. So, naja, hat sich nicht wirklich gebessert. So. Dann kann der jetzt arbeiten. Okay, wir holen unsere Pumpe.
Pumpe, Pumpe. Pumpe einmal. Dann den Generator dazu. Ich bin überlegen, ob ich den hier nicht sogar nehme. Wir probieren verbrennflüssige Brennstoffe. Ist ja eigentlich ein flüssiger Brennstoff. Ich nehme mal beide mit. Und dann brauchen wir noch diese Flüssigkeitsleitung. Und wir nehmen hier noch ein Fass mit. So, alle drei nehmen wir mal mit und dann gehen wir mal da hoch und gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Wir sollten und ja, so viel zu tun. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um den Tiefenspeicher kümmern und danach geht's weiter mit dem Autocrafting. Aber jetzt erstmal das hier. So. Ich hätte einen Eimer mitnehmen sollen. So. Das machen wir mal dahin. Dich dahin. Das Hauptproblem besteht hier, ne? Dann lassen wir, gucken wir mal, ob wir es hier abgepumpt kriegen. Einmal. Zweimal. Kühlmittelwasser. Auch das noch. Okay, das kriegen wir hin. Warte mal. Input. Kühlmittelwasser. Das kriegen wir auch noch hin. Und wenn wir uns da hinten kurz eine unendliche Wasserquelle machen und noch die Pumpe, noch eine Pumpe dazu stellen. Ich will jetzt bloß wissen, ob wir das hier hinkriegen. So, warte mal, wir machen hier mal ein bisschen Platz. So, da bauen wir hier unsere Wasserquelle hin. Falls das nicht klappt, habe ich noch eine andere Idee. Da habe ich nämlich noch ein großes Fass mit Lava. Das sind 314.000 Liter Lava drin. Nehmen wir das noch mit. Und den Lava-Generator haben wir, die Eimer. Eimer. 1, 2. Ja, komm. 4 Eimer, das passt. Und noch die Pumpe. Pumpe. Dann brauchen wir noch Energie. Energieleitung. Da können wir die billigen mitnehmen hier.
Gucken wir doch mal, dass wir das Ding in den Griff kriegen hier. Ansonsten müssen wir mal in der Oberfläche gucken oder an der Oberfläche gucken, wo diese Quelle ist. Ach, Wasser, 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 Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wir brauchen Wasser als Kühlmittel. Dann haben wir schon wieder eine Energiequelle mehr erschlossen, ne? Theoretisch. Das kann noch da rein, das kann da rein. Cobblestone brauchen wir gerade nicht. Muss mal kurz ein bisschen schauen, dass unser Inventar leer ist. Ich muss jetzt mal kurz das grelle Licht anlassen. 1, 2, 3. Okay. Da lang. Oh, Overmoon kostet ganz schön Energie, muss ich sagen. Aber egal. Das wird es noch reichen. Müssten wir eigentlich alles da haben, ne? Alt nicht da rein soll, da geht's rein. Einmal, zweimal. Dreimal. Okay. Jetzt holen wir uns, gucken wir mal, ob wir hier einmal irgendwie ein bisschen von dem Zeug da bekommen. Okay, da haben wir einen Eimer. Brennstoff. Ah ja, er produziert. Okay, er produziert. Sehr schön. Jetzt müssen wir den hier mit Strom versorgen. Extrahieren. Insertieren. Ups, Magnet brauche ich den Magnet. Also er produziert zumindest schon mal das ja. Jetzt müssen wir gucken, dass der seine Kühlung bekommt. Kühlung.
So, extrahieren. Immer aktiv. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Die Pumpe bekommt keinen Strom. Warum? Input deaktiviert, warum hat der? Nichts. Input. Verstehe ich jetzt nicht. So, da ist Input. Warum kriegt die keinen Strom? Wenn ich jetzt die anschließe, bekommt die Strom. Ah, Quatsch, Banane. Das sind mir doch die Lava-Generatoren echt angenehmer. Input. So, Input. Wieso hat er keinen Output? Der ist jetzt deaktiviert. Okay, jetzt warte mal. Nichts. Müsste doch funktionieren jetzt. Wisst ihr was? Ich bin echt gerade am Überlegen, ob wir uns nicht einen einfachen von Dings bauen. Ach, da geht's, das geht. Ja, jetzt kriegt ihr sein Öl. Und jetzt hat die auch Strom. Ah! Okay. Oh, mir
bloß nur 4%. Nicht dich da vielleicht drin laden? Nee. Okay, und die hat auch Strom. Und jetzt müssen wir bloß noch machen wir mal hier Platz. Eins, zwei, drei. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Lass du mal das mal abpumpen. Ob wir das Ölproblem nicht in den Griff kriegen. Ups. So, naja, dann lassen wir das mal laufen. Ach du Scheiße, haben wir 22 Minuten an dem Scheiß rumgemacht hier. Alter Verwalter, sag doch was. Okay, na dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mit heroischer Musik. Wir haben hoffentlich das Ölproblem im Griff bekommen. Der pumpt hier kräftig ab. Ich hoffe, die Pumpe schafft das. Ich hoffe, der Generator schafft das. Und naja, dann, meine Freunde, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.